Wir richten jetzt ab Klasse 5 Profile ein, Schwerpunktklassen, die an einem Thema orientiert sind. Und die Gründe dafür sind natürlich vielfältig. Der Hauptgrund ist natürlich, dass wir gemerkt haben, dass auch junge Kinder schon spezielle Interessen haben und wir möchten, dass sie merken, ihr Lernen setzt auch dort an, wo sie eine Sinnhaftigkeit im Lernen erkennen, was für sie selbst auch bedeutsam ist. Und darum gibt es die Profile mit unterschiedlichen Schwerpunkten, sodass die Kinder bei der Anmeldung in Jahrgang 5 auch wählen können, ich gehe ins Mathe-Profil oder ich mache lieber Musik. Da sind sie ganz unterschiedlich. Wir denken, dass wenn Kinder an ihren Stärken arbeiten und dort Erfolg erleben, dass sie dann auch genug Selbstbewusstsein entwickeln, um zu sagen, naja, in Mathe bin ich ein Ass, da habe ich meine tolle Mathe-Klasse mit meinem super lieben, netten Lehrer, der mich auch unterstützt. Jetzt traue ich mich auch mal an die Rechtschreibung zu gehen, wo ich ziemlich schwach bin. Weil wenn man Erfolg erlebt hat, dann kann man sich auch leichter den eigenen Schwächen stellen. Und das möchten wir mit den Themenklassen bewirken. Wir sind das maritime Profil und wir nähern uns maritimen Themen, indem wir erstmal uns Wilhelmsburg ansehen. Wir wollen später uns auch mit den Meeren beschäftigen. Und das Entscheidende ist, dass wir aktiv sind. Wir wollen Versuche machen, wir wollen Dinge herausfinden, wir wollen sehen, wie wird Wilhelmsburg durch das Meer beeinflusst. Also das hier ist die Insel Wilhelmsburg, wo wir wohnen und unsere Schule ist. Dann haben wir hier an der Seite die Elbe. Und damit, falls mal eine Überflutung kommen sollte, auch alles hält und wir nicht hier überschwemmt werden, ist hier der Deich. Das Gute an dem Profil ist, dass wir viel draußen arbeiten können und eben auch viel draußen arbeiten werden. Dass die Schüler auch wirklich absoluten Spaß haben. Jeder Einzelne hat Spaß daran, mit den Vorgaben die Elbinsel nachzuformen, mit dem Matsch zu arbeiten. Alle machen sich Gedanken und es sollte ja auch etwas herausgefunden werden zum Thema Deichbau, zum Thema Überflutung, zum Thema, warum ist es hier so schön und eben nicht überflutet. Dass wir halt eine Partnerarbeit hatten, wo wir mit mehreren Kindern, entweder 5 oder 4, wir sind jetzt 5, glaube ich, und dass wir zusammenarbeiten konnten und durften und dass wir da überhaupt die Möglichkeit haben, hier draußen etwas zu bauen. Ich werde da gleich Wasser reinschütten, damit wir sehen können, was mit dem Deich passiert, wenn eine Überflutung kommt. So. Und hält der Deich einigermaßen? Nein. Ich bin Herr Bayerzieht, der Klassenlehrer der 5D. Unser Profil heißt Mathe oder Schwerpunkt Mathe. Und weil ich Chemielehrer bin, haben wir draußen ein Profil gebastelt mit Naturwissenschaften mit Schwerpunkt Mathe. Die Aufgaben sind so gestellt von mir, dass alle arbeiten können. Heute haben wir eben Stationsarbeit eingeführt. Die Kinder sollen lernen, in Stationen zu arbeiten. Wir haben dann bestimmte Experten, die im Station sind. Und genau, sollen dann lernen, eben selbstständig zu arbeiten, sollen lernen, sich gegeneinander zu unterstützen, zu helfen, ohne dass der Lehrer immer involviert ist. Wir haben einmal hier dieses eine die Sponge und einmal Cola. Und danach sollen sie also schätzen, wie viel Zucker in den beiden drin ist. Also zum Beispiel, die haben jetzt hier geschätzt, wie viel in Mau, also hier sind. Und danach, ja, wie ist die Lösung? Also wenn die dann das richtig haben, dann muss ich damit das da weitermachen. Heute sollten wir herausfinden, wie viel in eine Cola, also Colaflasche passt. Also wie viel Zucker da reinpasst. Und wir haben herausgefunden, dass da 40 Zuckerwürfel reinpassen. Und wir sollten auch in so eine Bonchi-Tüte gucken, wie viel Zucker reinpasst. Und da haben auch 40 gepasst, aber wir haben nur 25 geschätzt.
Packung passt ja, da sind ja nur so kleine Bonchis. So, ich denke, da passt erstmal so 25 oder 30 Zuckerwürfel. Aber da waren einfach viel, also da passt 40 Zuckerwürfel rein. Mein Ziel eines Jahres wäre, dass die Kinder eben nicht mehr sagen, Mathe ist blöd, Mathe ist doof, ich kann Mathe nicht, sondern dann, dass sie sagen, oh, Mathe bringt Spaß. Wir haben einen Alltagsbezug, sagen, aha, Mathe kann ich auch im Alltag benutzen. Das lerne ich erkennen. Hallo, mein Name ist Ben Lobgesang. Ich bin der Leiter vom Profil Musik für die Klasse 5e. Und unser Profil ist aufgeteilt in drei Teile. Wir haben einmal den Tanzbereich, dann haben wir den Keyboard-Spielbereich und wir haben den Bereich Produktion. Das Profil ist so aufgebaut, dass die Klasse in drei Gruppen aufgeteilt wird, also Tanz, Klavierspielen und Produktion. Und dass jede Gruppe nach ungefähr 30 Minuten die Position wechselt. Das heißt also, die Produktion geht dann zum Tanz, der Tanz geht zum Klavierspielen, das Klavierspielen geht zur Produktion. Das heißt also, dass jeder Schüler jedes Mal in den 90 Minuten alle drei Bausteine durchläuft. Ziel des Profils ist es, dass wir am Ende des Halbjahres ein Produkt erstellen. Und zwar möchten wir ein Musikvideo drehen. Und in diesem Musikvideo soll es auf jeden Fall einen Tanzpart geben. Und es soll einen Part geben, wo die Schüler an Instrumenten etwas spielen und natürlich auch etwas einsingen. Das heißt also, wir üben in diesen einzelnen Stationen für dieses Produkt, was wir dann am Ende des Halbjahres oder vielleicht Anfang des zweiten Halbjahres dann produziert haben. Ja, wir sind das Informatikprofil. Wir haben hier zweistündig Informatik und letztendlich fangen wir hier gerade an, die Programmiersprache zu verstehen. Was wird eigentlich von einem Computer verlangt? Was soll er umsetzen? Und das sollen die Schüler einfach mal auf einer spielerischen Ebene ausprobieren. Wenn die steht einmal, also da muss sie jetzt einmal nach oben, weil da steht jetzt oben, rechts, unten, links. Also muss ich jetzt nach oben schieben und dann muss ich nach rechts und dann muss ich nach unten und dann muss ich wieder nach links. Dann habe ich das Ziel erreicht. Jetzt muss ich einmal nach oben und dann 1, 2, 3, 4, dann muss ich 5-mal nach rechts und dann muss ich nach oben. Und dann habe ich wieder das Ziel erreicht. Wir haben jetzt zum Beispiel so eine Programmiersprache letztendlich. So, das sind immer sogenannte Selektoren, wenn immer solche Klammern benutzt werden. Das nennt man Selektoren. Aber das lernt ihr bestimmt in 2-3 Jahren erstmal. Hauptsache, ihr versteht erstmal eigentlich, wenn ihr den Computer hier spielen sollt. Ihr sollt jetzt in dem Fall den Computer spielen. Ich finde, dass Informatik ein wenig unterrepräsentiert ist im Unterrichtsalltag. Man hat das zum Beispiel nur 7-wöchig in so einem Block in der 5. und 6. Klasse. Und das reicht eigentlich nicht, auch besonders heutzutage für die Berufswelt, wo dann von den Schülern einiges abverlangt wird, sei es ein sicherer Umgang mit PC-Anwendungen, Office-Pakete, Microsoft Word, PowerPoint, Excel und so weiter. Und darüber hinaus natürlich auch ist die Programmiersprache immer wichtiger geworden. Man sieht, Kinder benutzen heutzutage häufig Smartphones, sind eigentlich Konsumenten von solchen digitalen Produkten. Und dahingehend sollten wir eigentlich dann auch mal gucken, was passiert dahinter eigentlich. Also in Informatik machen wir diese Programmiersprache. Und ja, das geht, also das hat richtig viele Leveln. Also mir bringt es richtig viel Spaß, dass Herr Dolstein uns jetzt das mit dem Laptop und so gegeben hat. Das macht richtig Spaß und ja, das mit der Programmiersprache,
das ist einfach, also das macht einfach richtig Spaß. Also unser Ziel ist auf jeden Fall, dass ein sicherer Umgang mit den PC-Anwendungen auf jeden Fall gewährleistet wird in Bezug auf Office-Paket zum Beispiel, Microsoft Word, Excel und PowerPoint. Und darübergehend auch einen sicheren Umgang mit Datensicherheit enthält. Was gebe ich letztendlich preis mit meinen Daten? Wie vorsichtig muss ich sein im Internet, um letztendlich auch einen sicheren Umgang mit dem Internet zu haben? Und das wird auf jeden Fall erstmal unser Ziel sein im ersten Jahr. Und dahingehend auch natürlich jetzt als spielerische Ebene mal auch das Programmieren mal kennenzulernen. I switch my brain to English. I switch my brain to English. Okay, so, also wir sind das Englischprofil. Und ja, wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass wir ja kreativ und auch spielerisch mit einer Fremdsprache umgehen wollen. Die Kinder kennen das ja bereits aus der Grundschule und das geht in höheren Klassen ja oft verloren. Und dafür, wofür man denn vielleicht auch im Unterricht keine Zeit mehr hat, ja, dafür nutzen wir jetzt diese Zeit, um auch, wie gesagt, gerade ja, sich künstlerisch und kreativ mit einer Fremdsprache auseinanderzusetzen, damit der Spielfaktor vielleicht auch nicht verloren geht. Gerade ist das große Thema das Alphabet und ja, da lernen die Kinder gerade einen ABC-Rap oder sollen einen eigenen Rap entwickeln. Das Wichtigste daran ist auch, dass der Spaß am Lernen einer Fremdsprache nicht verloren geht. Und das ist ja tatsächlich manchmal dieser Bruch zwischen 4. und 5. Klassen. Und ich unterrichte auch in der Grundschule Englisch und deswegen ist oft ja so dieser Bruch dann doch irgendwie da. Und wir können uns die Zeit nehmen in dem Englischprofil. Ja, und einfach auch ne, kreativ und spielerisch weiter mit, ja, mit der Fremdsprache sich auseinanderzusetzen. Also wir haben so ein ABC-Rap bekommen und das üben wir gerade. Als erstes haben wir halt zum Beispiel das Blatt bekommen. Da haben wir uns halt in Gruppen aufgeteilt. Da haben wir halt angefangen zu lesen und die halt die einzelnen Teile halt versucht, jeden aufzuteilen. Und da hat jeder halt erstmal seinen Teil geübt. Und da hatten wir es halt alle zusammen und da haben wir es halt versucht zu vollbringen. A, B, C, D, E, F, G. Rap the alphabet like me. H, I, J, K, L, M, N. 0, 2, 4, 6, 8, 10. O, P, Q, A, S, T, U. Mice are nice and I like you. G, N, W, X, Y, Z. My favorite color is blue and red. Ja, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern. Ich hoffe, wir konnten mit unserem kleinen Film euer und ihr Interesse wecken und sie für uns begeistern. Auch im kommenden Schuljahr werden wir wieder Klassen mit unterschiedlichen Schwerpunkten bilden, wovon sich jedes Kind seinen Wunschschwerpunkt aussuchen kann. Die Anmeldewoche ist wie immer in der ersten Februarwoche. Wenn Sie Lust haben und Interesse, sich bei uns anzumelden, dann tun Sie dies bitte telefonisch bei unserer Schulsekretärin Frau Bieberstein. Sie wird Ihnen einen Termin geben für diese erste Februarwoche und dann hoffe ich, dass wir uns in dieser Woche persönlich bei mir im Büro sehen. Mein Name ist Gabriela Krause, ich bin die zuständige Abteilungsleitung und freue mich auf Sie. Bis dann. Tschüss.